Was in aller Welt ist das? The Greendale Zompire. Schön. Lynd Greendale in vollem Kostümmodus als Zompier. Herrlich. Völlig vertieft in seine Heldenrolle ist er Heldenrolle? Das soll ein Held sein? Das ist doch niemals ein Held. Heldenrolle ist er viel mutiger als gewöhnlich. Ja, hallo, das ist doch niemals irgendeine Art von Heldencharakter. Kämpfen und stets gewinnen ist meine Pflicht. Selbst wenn dieser Körper im Wind zu Staub zerfallen sollte, ich weiche nie zurück. Oh Gott. Ist er wirklich ein Heldencharakter? Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Fertig. Wir haben in jedem Turnierkampf scheinbar das gleiche Feld. Also es wird sich nie verändern, dass wir in der Mitte des Feldes dieses lustige Hindernis liegen haben. Oh, eine Menge so Bewegungssymbole. Oh, eine ganze Menge. Dafür, dass es eine Level 1 Beschwörung versucht hat. Ich möchte gerne auch noch Witch da drin haben, damit wir was zu beschwören haben. Danke. Let's go. Ich möchte gerne Witch beschwören. Dankeschön. Wow, wir können mal wieder unsere Standarderöffnung machen. Das können wir ja gar nicht mehr so häufig. Witch. Wham. Zack. Aktion beenden. Bin mal gespannt, ob er vielleicht mal eine sinnvolle Strategie gegen uns benutzt. So mit Level 1 Monster Swarm. Oh! Ein offensiver Gegner. Das haben wir schon selten genug, dass überhaupt jemand offensiv seine Lane gegen uns vorrücken lässt. Normalerweise hat man ja gesehen, machen sich die meisten nur die Mühe, sich erstmal einzukesseln und mauern dann um sich herum und haben ihre Monster dann irgendwo da liegen, wo sie sie nie benutzen können. Ja, da haben wir schon mal ein paar Bewegungssymbole, aber noch nicht das, was ich will. Er beschwört weiter Level 1 Viecher. Er will scheinbar wirklich offensiv gegen uns vorrücken. Vielleicht sollten wir uns tatsächlich mal überlegen, ob wir uns nicht ein kleines bisschen einmauern wollen. Wow! Viele Bewegungssymbole. Ich hätte gerade jetzt lieber eine Beschwörung gehabt, aber hey. Verdammt viele Bewegungssymbole. Er hat auch 16, mein Gott. Hilfe! Match der Bewegungssymbole! Das sind auch Angriffssymbole auf den Würfeln, wisst ihr? Noch mehr Bewegung. Aber hey, Biberkrieger. Wir beschwören unseren Biberkrieger. Wie das so normal ist. Nämlich direkt hier vor. Mew! Quietsch. Ja, du Ratte. Du rückst gleich weiter vor. Wenn er an uns anbauen sollte. Nee, jetzt mauert er doch. Schon gut, ich nehme alles wieder zurück mit dem Offensiv gegen uns vorrücken. Uns mit Level 1 Monstern swarmen. Uns tatsächlich besiegen. Uns gefährlich werden. Nein, das wird alles nicht passieren. Keine Angst. Set. Habe ich noch ein Level 1 Monster? Ja, habe ich. Kuribo. Kuribo hat noch Angriffssymbole. Wenn ich Glück habe, würfeln wir sie. Aber ich habe Pech. Dann würfeln sie nicht. Vielleicht werden wir wieder vor dem gegnerischen Feld stehen und nichts machen können. Ja. Wie machen wir das denn am sinnvollsten? Kann man das überhaupt sinnvoll machen? Wir bauen mal so an. Zack. Biberkrieger. Ach, wir können uns nicht über das Ding da hinweg bewegen. Das ist ja doof. Ich dachte, an den Kisten könnte man einfach vorbeigehen. Aber das können wir scheinbar nicht. Also Aktion beenden. Dann werde ich es nicht riskieren, da drauf zu latschen und warte lieber eine Runde, bis ich mein Feld an ihm vorbeibauen kann. Okay. Werde ich generell nicht können, aber wir können uns jetzt an Zangern vorbeiarbeiten. Soweit wir den Angriffssymbole gewürfelt haben, versteht sich. Level 2 beschworen. Was ist denn das für ein komisches Set, das wir gerade vorgeschlagen bekommen haben? Den Sumpfkampfwächter nehmen wir mit rein. Wo ist denn unser Pferdemensch? Da ist unser Pferdemensch. Wollen wir den Pferdemenschen oder? Ja, wir wollen den Pferdemenschen. Go! Kommt schon, den 7er Würfel. Wow. Schade, hätte ja mal klappen können. Welche Stufe war diese Kiste? Egal, komm. Volles Risiko! Es ist. Eine Energiescheibe. Huhu. Und damit hat unser Biberkrieger plötzlich 30 Angriff. Sehr schön. Das gefällt mir.
Ich habe jetzt irgendwie eine Tellermine erwartet, die uns sprengt oder sowas. Aber das gefällt mir. Oh, Sangang greift uns an. Wir müssen uns verteidigen. Ah ja, da kommt wieder die spannende Kampfanimation. Sangang mit den drei Augen. Bzing. Aber wir haben uns verteidigt. Ja, ne, jetzt müssen wir nur möglichst ein Angriffssymbol würfeln, damit wir uns auch wehren können. Und Würfelset. Go! Bewegung. Angriff! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Angriff. Selbst wenn er sich verteidigen würde, er könnte nichts machen. Denn wir haben ja eine Energiescheibe aufgehoben, die unseren Angriff um 20 erhöht hat. Haha! Muss man erstmal bekommen. Ich glaube, das Glück hatte ich bis jetzt noch nicht, dass ich mal auf eine gegnerische Energiescheibe gelaufen bin. Normalerweise latsche ich, wenn dann, nur auf A Tellermin und B Erste-Hilfe-Kästen. Aber gut. Ja, ne, dann lassen wir den auch direkt mal bis zu einem gegnerischen Deckmaster vorrücken, nur dass er uns nicht den Weg blocken kann. Wie weit können wir denn laufen? Hm, ziemlich weit. Nur so für den Fall. Wenn wir jetzt Angriffs- und Bewegungssymbole würfeln sollten in der nächsten Runde, dann können wir sofort gewinnen, wenn er uns nicht den Weg blockt. Ach, irgendein komischer Mönch-Faustkämpfer-Ding. Was ist es? Es ist... Kriegerkämpfer, wow, das ist mal ein toller Name. Kriegerkämpfer. Okay, der Kriegerkämpfer greift uns an und anscheinend hat er einen Typvorteil gegen uns. Ja, doch, das haben wir glaube ich schon mal festgestellt. Das heißt, selbst wenn wir uns verteidigen, werden wir umgenietet werden. Oder habe ich irgendwas übersehen? Nein, habe ich nicht. Glaube ich zumindest nicht. Also warten wir. Down-Symbol schien aber eher dafür zu sprechen, dass er weniger Schaden macht? Fragezeichen. Verdammt! Das Down-Symbol bedeutete, dass er nur 10 Schaden macht und wir hätten überlebt, wenn ich mich verteidigt hätte. Warum stand der Wert dann eben in Rot 20? Warum stand er denn nicht in Rot 10, um mir zu sagen, dass ich wirklich nur 10 Schaden nehme? So ein Unfug. Spieldesign für den Win. Okay, Level 2 Beschwörung. Egal, wir können sowieso mit einem was wir beschwören, sofort wieder dahin laufen. Aber wir hätten es jetzt diese Runde beenden können, hätte ich das gewusst. So ein Scheiß. Okay, Pferdemensch. Vor. Pferdemensch, greif an. Pferdemensch, hab Dank. Und Aktion beenden. Ehrlich mal, so ein dämliches Spieldesign, das muss man erstmal haben. Er greift uns nicht mal an, er traut sich noch nicht mal. Nee, der wird sich eh verteidigen. Dann würfeln wir irgendwas. Völlig egal, was wir würfeln. Set Angriffswürfel. Go! Und eine Level 1 Beschwörung? Eine Level 1 Beschwörung. Um uns, Kuribo, weil es viel Spaß macht. Setzen den gerade hier vorne hin, um den Weg zu blocken. Dann kann sich unser Gegner nicht mehr hier unten ausbreiten, auch wenn er das garantiert nicht mehr tun wird. Und Pferdemensch, greif ihn an. So, komm, ich bin nur noch auf seine Vernichtung aus. Ist mir gerade die Laune verdorben. Ich mach dich kaputt! Er kriegt noch eine Level 1 Beschwörung. Ja, ja, man muss das Ganze ja noch ein bisschen rausziehen. Die lustigen Doppelzombies da. Die siamesischen Zombies hatte ich früher auch häufiger in meinem Deck. Jetzt greift er uns noch an. Ich glaub's ja nicht. Dieses Mal hat er auch tatsächlich einen Kampfvorteil. Macht mehr Schaden dadurch. Ja, ne? Aber da wir 40 Lebenspunkte haben, wird uns das nicht zu viel machen. Die Angriffserhöhung bei ihm wird natürlich nochmal angezeigt. Ach, ehrlich mal. Dass das mit der Defense eben nicht besser angezeigt wurde, nervt mich immer noch. Das wird mich noch nerven, bis wir jetzt den letzten Angriff ausgeführt haben und diesen Kampf gewonnen haben. Dann bin ich wieder glücklich. Angriff. Bam. Ja, und das war's. Das war sein letzter Lebenspunkt. When you get... Oh, ne, Sumpfkampfwächter. Einer ist schon schlimm genug. Den einen, den wir im Deck haben, würde ich wahrscheinlich sowieso irgendwo mal bei Gelegenheit ersetzen, wenn wir ein besseres Monster dafür haben.